Lewandi. Sie hat eine gute Chance, ein tolles Resultat zu erzielen, wenn sie das alles zeigt, was sie kann. Es könnte dann sowieso mit Abstand ihre beste Europameisterschaft werden. Die dritte Teilnahme ist es. Dreifacher Lutz als Auftakt. Jetzt bin ich gespannt, ob sie volles Risiko geht. Sie könnte jetzt dreifach springen. Mal sehen, ob sie es auch wirklich riskiert. Würde ich an ihrer Stelle nicht tun. Was sagst du? Also sicherlich wird sie es nach dem ersten Tulip entscheiden, wie sie steht, aber warum nicht? Und sie macht's! Super! Super! Und wie sicher, unglaublich. Fehler. Schon wieder. Aber nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass Elena Glebova hier viel riskiert hat, damit auch viel gewonnen hat, weil sie ihre Sprünge stand. Dass sie dann zweimal ein bisschen leichtsinnig wurde. Nun gut, das ist geschenkt, das kann man verkraften. Wird dem technischen Wert in jedem Fall ordentliche Punkte hier erhalten. Ja, das technisch anspruchsvollste Programm, das ist ganz klar. Künstlerisch sicherlich nicht so gut wie Pölkje oder Korpi vorher, aber sie ist noch jung, 17 Jahre erst, hat noch bis jetzt keine größeren Erfolge feiern können, aber das könnte sicherlich bislang ihr bestes Resultat werden. Und zwar mit riesigem Abstand. Ja. Das ist ein raketenhafter Aufstieg von Elena Glebova, von einer durchschnittlichen Läuferin, liebe Zuschauer, hin zur europäischen Spitze. Just one question. Susanna Pölkje, warum ist der dreifache Lutz schiefgegangen? Ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu schnell, zu hektisch reingegangen in den Absprung. Ich war nicht ruhig genug. What you can do anymore, just try your best tomorrow. Was kann man mehr machen? Was kann ich mehr machen? Nur morgen mein Bestes versuchen. Was erwartest du morgen? Ich muss einfach sehen, wie der Rest des Wettbewerbs heute noch so läuft, wo ich dann bin als Ausgangsposition. Und tja, alles, was ich machen kann, ist morgen mein Bestes versuchen und dann abwarten, was am Ende rauskommt.
Wie war? Wie war? Ja, das Beste hat sie heute schon versucht und es ist ja vor allem auch sehr, sehr viel von dem Besten gelungen. Elena Glebova, als 15-Jährige zum ersten Mal in Turin dabei, im letzten Jahr dann auch in Lyon mit von der Partie von 26 auf 15 und von 15 jetzt vielleicht insgesamt gesehen, wir werden das morgen sehen, aber unter die ersten 10 kommt sie hundertprozentig. Ja, davon ist einfach locker und lässig auszugehen. Eine starke Leistung. Ich tippe mal auf 2. Gut. Oder 1. Wer weiß. Ja, das ist es eben. Wir wissen es noch nicht. Also jetzt jedenfalls im Es ist so, dass du nicht ganz recht gehabt hast. 6, jetzt muss ich mal das Ganze... Dürfen wir jetzt nicht verraten. Oh ja, doch. Das Problem ist der Lutz gewesen. Den hat man ihr nicht anerkannt. Das hat ja, sicherlich der Spezialist besser gesehen als wir. Da hat sie nur 0,9 Punkte vorgekriegt. Das sind die 6 Punkte, die ihr fehlen. Die Programmkomponenten stimmen. Die Kombination hat sie 8 Punkte vorgekriegt. Der Doppelachsel war okay. Es war der Lutz. Das habe ich nicht gesehen. Ja, und wenn man die 6 Punkte...